mit analysieren wird. Einen schönen guten Tag an dich, Wolf, und an Sie, liebe Zuschauer, an diesem Fußballtag, der, da bin ich mir ziemlich sicher, ein richtig spannender wird. Er trifft ihn. Da ist es passiert und es steht 1:0. Sie haben ihn richtig gehend zu diesem Tor eingeladen. Mann, 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 er war völlig ungedeckt, fast ist man versucht zu sagen. Nie war er so frei wie heute. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Na also, Sie sind in Führung gegangen, das müsste Ihnen eigen... Der ist drin! Gott, die legen ja los wie die Feuerwehr. Der Ballverlust im Mittelfeld war tödlich. Solche... Jetzt kann er es probieren. Und noch ein Tor. Jetzt sind sie 3 vor, also das Ding dürfte gelaufen sein. Was für ein Bock da hinten, das wird sofort bestraft. Was für ein unglaublicher Ballverlust in Tornähe. Und der Gegner erkennt die Situation blitzschnell und nutzt sie aus. Damit also steht es 3:0. Die Gelbe war mit Ansage, das war schon zu Beginn zu sehen, dass er aus der Nummer nicht heil herauskommt. Und jetzt muss er aber mal ganz fein die Füße stillhalten in den nächsten 2 Kämpfen. Jetzt hat er die Chance. Er treibt den Ball durch. Jetzt aber. Oh, der ist drin. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Was ist denn hier los? Was ist die Viertelstunde des Spiels? Kommen Sie jetzt durch? Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Er versucht es nochmal. Der Ball ist im Netz. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. So Dinge passieren sogar mal in einem WM-Finale, aber sie dürfen einfach nicht passieren. Ein Stroh, da schnappt er sich den Ball. Da ist die Chance. Den muss er doch nur noch einmachen. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Was für ein Kopfball. Und noch eins. Dieses Spiel ist lange entschieden. Es ist jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Starke Ecke, dann schraubt er sich in die Luft und der Ball ist drin. Warum er hier so zum Abschluss kommen darf per Kopfball, das kann sich die Defensive wahrscheinlich selbst nicht erklären. Er jedenfalls macht's. Schönes Tor. Und jetzt wird's hier richtig bitter. Direkt vors Tor. Die Flanke ist keine Gefahr. Mkhitaryan. Ja, und vor damit. Und das war's, die 90 Minuten.